Ich will nicht mit euch komischen Vögeln abhängen. Yo! Wir sind alle hier. Unsere Hingabe für die Gerechtigkeit hat uns zusammengeführt. Wir brauchen dringend deine Stärke. Was ist los, großer Simon 1? Ist etwas vorgefallen? Ich sage es nicht gerne, aber die Erde ist in großer Gefahr. Wieso, drehst du wieder einen Film? Was? Ein paar wahrhaft böse und unglaublich mächtige Wesen sind auf der Erde aufgetaucht. Das kann nicht sein. Klar kann's, passierte ständig. Wir sind die Einzigen, die diese Bedrohung zurückschlagen können. Das ist gelogen. Diese Mission wird extrem gefährlich. Ich weiß nicht, wie der Kampf ausgehen wird. Aber das heißt nicht, dass wir den Schwanz einziehen können. Wir müssen kämpfen. Wir müssen um das Schicksal des Planeten kämpfen. Ich will deine Ansprache nicht unterbrechen. Aber wenn die Gefahr wirklich so groß ist, dann sollten wir nicht los. Also jetzt sofort meine ich mit nicht los. Also sollten wir nicht los. Du verstehst. Ich bin doof. Ich bin Jacko. Ich sollte mich verpissen. Ja, sollten wir wohl. Okay, auf geht's. Das hier ist der Notfall. Na dann los. Du hast keine Sekunde gezögert. Das ist es, was ich an dir mag. Nummer 3. Denk daran, dieser Gegner hat sehr viel Ki. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen. Wenn du noch weiter laberst, passiert irgendwas Böses. Kein Sinn für Wichtiges, diese Typen. Habe ich richtig gesehen? Boo! In seiner zweiten Version, dritten Version, ich sehe nicht mehr durch. So, seid ihr auch so übermächtige Gegner? Ne, ihr seid passabel. Ihr seid Cell Juniors? Ihr seid starkes Fodder. Bei euch verstehe ich, wenn ihr saustark seid. Sag mal. Ich komme mir gerade wieder so scheiße vor. I think even a super elite like myself. As long as we work together, we can overcome any foe. As long as you shut up and fight, we will be finished much earlier. Ich glaube, ich bin einfach zu doof für die Steuerung in diesem Spiel. Mittlerweile. Ich habe so den Eindruck. Ein bisschen. Ja, guck mal, da passiert wenigstens was, wenn du raufhaust. Und wie gesagt, zu diesen anderen Dingern, wo du Jacko beschützen musst. Das ist so erbärmlich. Ich habe immer den Eindruck, irgendwelche Fähigkeiten wären gesperrt. Boom! Boom! Ich lade mich schon mal auf für das, was gleich kommt. Wie ist er mir denn schon wieder entkommen? Wie kann das Cell Junior schaffen? Aber ich nicht, wenn ich gegen drei Gegner kämpfe. Das war doof. Laden. Oh, hey Cell. Willst du mal was sehen? Zaubertrick. Ach, du bist nicht furious. Du bist fast im Arsch. Ich kenne das Gefühl. Yeah, that's the power of justice. All right, we somehow did it. When you're a super elite like me, there's no one who can possibly stop you. Hey, Boo, friss Jacko. Looks like we've got this won't be an easy fight. However, we have justice on our side. Ja, und mich. You're strong. You're welcome. Now it's time to die. There. Let's finish this.
Looks like we took care of that. Ich habe ihn weggewischt. But it sure was a bit too close for comfort. Huh? Where's Jocko? Tot? Schade. Who'd have thought? Spaceship parts out here in a place like this? We conquered evil and found some parts. Outstanding work, say a squad. Finde ich gut. Helfen wir Jocko dabei, möglichst schnell seine Teile zu finden, ist er weg. All that waiting. Komm, wir sorgen mal dafür, dass Jocko nach Hause kommt. Es sei denn, der Oberälteste wird jetzt wieder angegriffen. Das war gute Arbeit, Leute. Die Gerechtigkeit hat wieder einmal über das Böse gesiegt. Ach, wir haben es geschafft. Der ist aus den Klauen des Bösen befreit. Wie heißt es doch auf der Erde? Ach ja, Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Willst du uns damit unterstellen, dass wir gerade irgendwelche Falschangaben machen ob der Historie? Solange wir hier sind, wird niemand den Frieden auf der Erde stören. Siehst du das nicht auch so? Drei. Jocko, man benutzt diesen Spruch, um deutlich zu machen, dass selbst wenn die Bösen gewinnen, das in der Geschichte als gut dargestellt wird. Von daher hast du uns gerade sinistre Absichten unterstellt. Denn immer die Seite, die gewinnt, ist die, die Recht hatte. Ja. Penner. Drei, du bist endlich hier. Endlich gekommen. Als Verteidiger der Gerechtigkeit kämpft man nicht ständig gegen Bösewichte. Es geht auch darum, Leute vor Katastrophen zu schützen. Oh toll, helfen wir alten Damen über die Straße? Oder irgendwas Tolles? Eine Aufgabe der Verteidiger ist auch, Leute in Not zu helfen. Ganz egal, wie gefährlich es auch sein mag, hat er doch gerade gesagt. Du solltest nie jemanden in Not ignorieren. Verpiss dich. Das muss man auch bei der Galaxiepatrouille noch lernen. Aha, ja. Rettungsmissionen sind ein Grundpfeiler des Heldendaseins. Und wir wollen, dass du heute alles Nötige darüber erfährst. Hör mir gut zu, denn dann wirst du ein besserer Held werden. Bist du bereit, natürlich? So ist es richtig, Drei. Ich sehe, dass du das Feuer der Gerechtigkeit in dir lodern hast. Du bist im Training vor keiner Herausforderung zurückgewichen. Es ist wirklich schön, so etwas zu sehen. Das ist toll. Ich bin sicher, auch diese Herausforderung wirst du bestehen. Okay, Drei, ziehen wir es durch. Ich drück dir den Daumen und dabei trinke ich ein leckeres, erfrischendes Glas Milch. Oh ja. Belebe die Gefallenen wieder. Cool, die Art Hilfe, na, das wird mal interessant. SOS an alle Helden. Now, your mission will be rescuing people with me. Save anyone who has fallen. We'll let you go down. All right? Remember though, some folks try to stop you. We'll let you go down. You've got to be quick. Got it? Oh, das war quick. Was? Achso, war doch nicht quick. We'll let you go down. Cool. Good to remember, cooler, du. Komm, Kenny. Ciao, Kenny. There's only one left. Stay sharp until the very end. That's the sail way. Darn. Los, Brennan! Come on! We made it! Everyone's safe! Thanks to your efforts! Ja, jetzt bin ich Medic! Everybody says thank you! Feels great, doesn't it? Every time, my dear. Let's see that hustle again next mission! I was rather looking forward to this, you know. Blitzsieg mit links, besser Kapsel M, sehr schön, die brauche ich nämlich. Für den Namen Merkiana mit M. Tolle Arbeit, großartig, Rettungstraining ohne Probleme, bla bla, Lorbeeren ausruhen, gemeistert, ach, halt die Klappe, Jocko. Das wäre unehrenhaft, stünde alle, ja genau, ist klar, Jocko, bla bla, großer 2, sind wir endlich fertig? Meine Güte. Ich muss mal kurz auf Namek nachsehen.
bin aber sofort wieder da. Nach all der Frustration kehren wir zu etwas Entspanntem zurück. Echt, ey, die Cybermen, die labern mir einfach zu viel. Vor allem, wenn es sowieso immer nur derselbe Scheiß von wegen, ah, super, toll, 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 toll. Und hab ich schon gesagt, toll und super und toll und Mann, bist du gut. Ich kann das nicht ab, wenn man mich zu oft lobt. Da komme ich mir verarscht vor. Hey Nail, mal wieder ein Angriff? Nein? Okay, dann gehe ich weiter. Wahrscheinlich muss ich mal wieder eine richtige Quest machen. So, Mr. Satans Haus, ja. Bis mich irgendwer zu sich ruft, laufe ich jetzt hier im Kreis herum und didelididelum. Warum zählt ihr eigentlich nicht als drei Quests? Yo! Yo! Schön, dich wiederzusehen. Drei. Wir haben schon auf dich gewartet. Kannst du uns helfen? Du kannst mir auch einfach Sun nennen, okay? Bitte sag ja. Kannst du vielleicht auch helfen? Jacko, wenn du schon mal hier bist. Ja, egal, was er sagt. Du darfst diesen Roboter nicht auseinandernehmen. Er will Roboter auseinandernehmen. Dieser Roboter ist sein Besitz. Bla, 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 bla. Ja, komm, wen soll ich aufs Maul hauen? Oh, scheiße. Schrottsammler des Guten. Pan darf nicht besiegt werden. Wieder eine Escort-Mission, wenn du so willst. Was sagst du dazu, Leroy? Kriegen wir hin, oder? Kriegen wir hin. Lass die Kette da liegen. Ach, ich soll nebenbei auch noch Schrottobjekte suchen. Ich werde erstmal die Gegner reduzieren, bevor ich hier irgendwelche Schrottteile suche. Hey, Shenlong, Nova! Ist hier noch irgendwen anders? Nee. Dann sehe ich mich mal nach Schrottteilen um. Den kriegen die ja wahrscheinlich nieder. Bist du Schrott? There they are. Ersatzteile für Gerda. Und noch nicht mal für Jacko. Ich werde ihn dadurch also leider nicht los. Verdammt. Aber ich helfe dem großen Cybermen doch gerne dabei, seine Tochter glücklich zu machen. Das ist immer ein lobenswertes Ziel. Hey, don't overdo it. Still, you're doing great. Just a little bit more. Okay, just one more. Ooh. I was a bit worried there, but everything turned out all right. She's safe because of your actions. Thank you so much. Natürlich. Here, I found this when I was looking for parts. Do you think it might be useful? Oh, there it is. That's the spaceship part I was looking for. I'll take that off your hands. Now things are getting fun. Ja, ich mag dein Lachen, Beerus. Du bist viel besser, wenn du gut drauf bist. Und nicht so, unbeeindruckt. Ah, ein Angriff auf das Haus des Oberältesten. Die Mission war ein voller Erfolg. Und das vor allem wegen dir. Vielen Dank. Wir konnten unsere Pan beschützen. Wir konnten Pan beschützen. Ich bin einfach nur froh, dass sie in Sicherheit ist. Was für ein mieser Bösewicht greift denn ein Kind an? Ja, frag mal Pilaf oder Red oder Oberteufel Piccolo oder Raditz oder Vegeta oder Nappa oder Piccolo oder... Oh Gott, die ganze Ginyu Force, Freezer. Wen haben wir noch? Cell hat auch ein Kind angegriffen. Buu hat auch Kinder angegriffen. Jeder hat Kinder angegriffen in Dragon Ball.
Ich weiß, dass das alles sehr schnell ging, deshalb bin ich dir besonders dankbar. Drei, danke. Danke. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Ja, du müsstest dich auch bei mir bedanken und was du willst, ist mir egal. Oh. Torai. Hello there. Oh, sieh einer an. Gut. Find ich gut.